TSG TV, der offizielle YouTube-Kanal der TSG Neustrelitz. Von Fans für Fans. So, meine Damen und Herren, wir sind komplett. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach einer, wie ich meine, doch sehr, sehr tollen Partie. Ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen links, rechts, wie auch immer. Wie das Ganze zustande kam, denke ich, werden uns die Trainer in diesem Moment kommentieren. Und wir bitten, dass der Thorsten Ziegner beginnt. Okay, ich sehe das ähnlich. Ich denke, es war ein über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe. Die Mannschaften haben sich beide vom Leistungsniveau nicht viel genommen. Wir waren ja letztes Jahr im Winter schon mal hier zu einem Testspiel, da war es schon augenscheinlich, dass beide Teams eine gute Arbeit machen, guten Fußball spielen, versuchen immer nach vorne zu spielen mit hohem Tempo. Ich denke, das war für die Zuschauer heute ganz ordentlich. Was so ein bisschen gefehlt hat, war eben die Tore auf beiden Seiten. Ja, ich denke, wir haben gerade in der ersten Halbzeit ganz gut in der Defensive gestanden, haben kurz vor der Pause dann diese eine Chance durch einen Standard, der dann noch durchgesteckt wird und wo der Torhüter von Neustrelitz sehr gut hält. In der zweiten Halbzeit war es dann so, wir haben uns bemüht, die Defensive weiter stabil zu halten. Wir wussten, dass Neustrelitz hier zu Hause gewinnen möchte und nochmal alles nach vorn werfen wird und nochmal richtig rummachen wird. Und deswegen haben wir Trainer Wert darauf gelegt, dass wir eben kompakt bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir aus dem einen oder anderen Fehler von uns, gerade in Pressing-Situationen in der Offensive, so halbe Konterchancen zugelassen, wo Neustrelitz dann auch nochmal gefährlich vor das Tor kam. Da können wir uns bei unserem Torhüter Marian Unger bedanken, dass es eben zu Null hinten drin blieb, der da zweimal grandios gehalten hat, muss man wirklich sagen. Wie gesagt, ich denke, das Unentschieden geht in Ordnung, für beide Seiten in Ordnung. Wir können sehr gut damit leben. Auswärts einen Punkt zu holen, ist immer in Ordnung. Wichtig ist eben, dass wir dranbleiben, dass wir jetzt zu Hause nachlegen nächste Woche. Dann wäre dieser Punkt hier in der Stelle vergeudet. Dankeschön, Thorsten Ziegner. Ja, das Ganze jetzt aus Sicht der TSG Neustrelitz. Was ist da Foto und bitteschön? Naja, ich habe nach dem letzten Spiel gegen Red Bull gesagt, dass wir unsere Erfahrung schnell sammeln müssen, aber sammeln mit Punkten, das haben wir heute umgesetzt. Wir haben den ganze Art und Weise, wie wir jetzt spielen, ein bisschen umgestellt, dass wir sehr früh gegen Ball und gegen Mann gearbeitet haben. Wir haben ganz andere Pressing gespielt, ab erster Minute, und dadurch haben wir das Spiel auch im Griff gehabt, ganze 90 Minuten. Sicherlich ist es sehr, sehr schade, dass wir jetzt heute nicht mit 3 Punkten nach Hause gehen, auch wenn haben wir nicht verdient. Wir haben innerhalb 90 Minuten außerdem eine Chance kaum was zugelassen, und das freut mich sehr, dass wir auch in der Regionalliga spielen, das hinten so kompakt stehen. Wir haben im Mittelfeld sehr, sehr gute Leistung heute gebracht und sehr, sehr kompakt gestanden. Die Räume haben wir zugelaufen, vorne mit unseren Stürmer haben wir dann auch die gefährliche Diagonale bei der ersten Halbzeit abgebrochen, dass wir das zugestellt haben. Und wir haben uns zweite Halbzeit vorgenommen, noch ein bisschen zulegen, noch ein bisschen aktiver zu sein, und das haben wir geschafft. Und ich habe das schon vor dem Spiel gesagt, dass er auf anderer Seite Torwart ist, auch wenn die Liga eigentlich nichts zu suchen hat. Und er hat das auch heute unter Beweis gestellt, hat uns zwei Riesendinge rausgeholt. Und heute hat uns ein bisschen Glück gefällt, aber ich denke, wir sind auf einem richtig guten Weg. Wir versuchen in unsere Erfahrung und unsere Leistung weiterzukommen. Und wir bereiten uns sehr, sehr gut vor auf jede Gegner. Und wenn wir das genauso nächste Woche bei Jena machen, und versuchen wir, jedes Spiel ein bisschen was mitzunehmen, nicht nur Erfahrung, aber auch Punkte. Und eigentlich bin ich mit der Leistung von Mannschaft zufrieden, fehlen mir nur die Punkte, das ist sehr schade. Aber ich hoffe, dass wir auf unsere erste Sieg zu Hause lange warten müssen. Wir werden alles dafür tun, dass wir auch erfolgreich werden in nächster Zeit. Danke. Ja, danke, Rasti. Wir können das Ganze betrieben. Wir waren durch die Presse erschüttert. Hat alles mitbekommen. Fantastisch, wir sind durch an der Stelle. So schnell das Spiel war auch die Pressekonferenz. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Sonntag. Wer mag, darf uns begleiten nach Jena am 23. Auswärts sind wir auch nicht ohne.
Vielleicht gelingt uns ja das ein oder andere Zauberstück. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.